Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur Chaos-Kolonie. Ja, mir ist so ein bisschen aufgefallen, ich meine, wir haben einen neuen Asteroiden entdeckt, aber trotzdem habe ich diesen hier zumindest nicht mal grob eben drüber geguckt, ob es hier irgendwelche Probleme gibt. Kalorien sind noch genügend. Da Sauerstoff ist auch alles gut. Wir haben ja, aber hier ist der Sauerstoffdruck ein bisschen niedrig, weil der Wasserstoff nicht verbraucht wird. Okay. Da haben wir also doch ein kleines Problemchen hier. Ja, dafür brauchen wir keine Pause. Das kriegen wir auch ohne Pause gelöst. Was könnten wir machen? Wir könnten damit den Stromkreis hier ergänzen. Ja. Brauchen wir noch mal einen Wasserstoffgenerator dorthin. Dann könnten wir das so regeln, dass überschüssiger. Oh, ist jemand eingeklemmt, okay. Wechselt man einmal den Asteroiden, schon ist jemand eingeklemmt. So, das können wir den überschüssigen Wasserstoff dorthin leiten. Da packen wir auch keine Batterie ran, sondern der soll einfach produzieren und schließen den an den Stromkreis dran, wo auch unsere Teppiche dranhängen, also unsere Steckschnecken, genau. Ja, jetzt müssen wir erstmal gerade gucken, wer hier wo eingeklemmt ist. Ah. Okay, und dann auch noch bei den Poke-Panzern. Das ist ja dann auch noch nicht so ganz ungefährlich. Wie auch immer das genau jetzt zustande kam. Sowieso hier mit dem Dampf, ne? Sollten wir hier mal ein wenig korrigieren. Wir graben das aus und dann bauen wir hier isolierte Ziegel rein. Da können wir auch noch mal eine Stromerzeugung drauf bauen. Machen wir aber nicht heute, genauso wie hier den Goldvulkan nutzen wir auch nicht. Es gibt viele Dinge, die, sehr viele Dinge, sagen wir es so, die man hier noch mal angehen sollte. So, Wasserstoff. Das hier sollte dann soweit funktionieren. Da könnte man auch noch mal über potenzielle Last 3715 Watt. Naja, es ist nichts rot. Trotzdem könnte man da dann mal drüber nachdenken, das alles neu zu verkabeln und ein Leiterkabel zu nutzen. Okay. Oh, hier oben ist auch viel Wasserstoff. Den könnte man theoretisch ja auch dann mal abpumpen. Hier mittlerweile, ja, immer diese kurzen Explosionen an Strahlung. Aber das hatten wir schon rausgefunden, wenn die schlafen, dann strahlen sie wunderbar. Wenn sie es nicht tun, also wenn sie nicht schlafen, dann strahlen sie auch nicht. Ja, ansonsten gibt es hier, glaube ich, viel zu tun, aber nichts, was jetzt gerade Priorität hat. Haben wir da mal drauf geschaut. Vatiol, stopp, wir haben hier noch einen neuen Planetoiden entdeckt. Jukila, okay. Ich weiß gar nicht, ob wir uns den gestern schon angeschaut hatten. Doch hatten wir, glaube ich, ne? Chlorgas, Wolf, ja, hatten wir. Okay, gut, dann kommen wir hierher zurück. So, das hier unten wird erledigt. Na gut, ohne es graben ist im Grunde auch nicht dramatisch, ist egal. Der, Entschuldigung, hat uns hier das Ganze gewaltig aufgeheizt. Das kann man schon mal festhalten. Wir gehen hier mal her und graben hier noch mal ein bisschen aus. Dann haben wir hier kalten Bereich, der hier sicherlich noch mal ein bisschen Dampf abkühlen wird. Weil den hätte ich schon ganz gerne hier wieder weg.
Vielleicht machen wir das gleiche auch nochmal in Richtung dieses Schleimbioms hier. Erstmal machen wir das. Obwohl. Ja, wir machen es erstmal nur mit dem oberen Bereich. So, dann wollte ich noch schauen, wie es hier gastechnisch. Wow. Das gefällt mir. Oh. Das gefällt mir besser. Hier haben wir noch ein bisschen Problem. So, jetzt habt ihr mir noch geschrieben. Ich habe irgendwo einen Gaselementsensor auf nur 5 Gramm eingestellt. Ich konnte vermutlich, war es dieser hier. Ja, okay. Danke für den Hinweis. Sowas passiert mir häufiger mal in letzter Zeit. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber naja, eigentlich weiß ich das schon. Ich will es mir nur nicht eingestehen an der Person, die hier vor Maus und Tastatur sitzt. So, dann habt ihr mir noch gesagt, und das fand ich eine sehr gute Idee, auf die ich nicht gekommen bin. Ich meine, das Problem ist jetzt erledigt, weil wir den Sauerstoff hier ja schon auf eine unschöne Art und Weise rausgelassen haben. Aber ich hätte ja dafür, ach nee, der ist für Feststoff. Aber ich hätte ja noch einen weiteren bauen können für eine Gasleitung. Und an dem hätte ich dann ja einstellen können, dass wir da den Sauerstoff rausleiten. Ne? Würde ich mal vermuten, dass das so richtig ist. Wie würde denn das hier passen, wenn ich da noch einen dazwischen baue? Kriegen wir da noch eine weitere hin? Nicht, dass wir das jetzt brauchen, aber ich glaube, ihr habt recht, das wäre eine Option gewesen. Einen weiteren Gasentladeanschluss bauen und da dann Sauerstoff einstellen und den woanders hinleiten. Das wäre die einfachere und schönere Lösung gewesen. So, hier ist jetzt auch noch die Frage, müssen wir hier Sachen einstellen, die wir dann abbauen? Ne, ich denke, das wird einfach von alleine passieren, ne? Das denke ich mal. Da stellen wir mal die Prio hoch, dass da Diamanten geliefert werden. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas anderes für notwendig ist. Ich würde denken, dass man von der Leiter aus da so raufkommt. Werden wir mal beobachten. So, das Raumfahrer-Modul. Vielleicht gehen wir erst nochmal zu dieser Rakete, um zu schauen, was wir davon übernehmen können und was wir weglassen. Diese Gaseingangsarmatur brauchen wir hier nicht, da wir auch keine Gaspumpe haben. Ich überlege gerade, ich glaube, dass im nächsten Update das so integriert ist, dass diese Gaseingangsarmatur nicht nur dafür da ist, dass da eine Leitung angeschlossen werden kann, sondern die saugt das auch direkt selber ein. Dass man da eben keine Pumpe mehr braucht. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass das Inhalt des nächsten Patches ist. Ja, was wir auf jeden Fall übernehmen können, ist einmal unsere Toilettengeschichte. Das werden wir wieder genauso bauen. Oder packen wir die vielleicht besser irgendwo nach oben in die Ecke hin. Dann könnten wir von unten den Aufgang ein bisschen besser organisieren. Obwohl, nee, eigentlich geht das ja schon. Man hat hier eine Tür und könnte dann auf die nächste Ebene mit einem Ziegel. Ja, das würde, nee, würde nicht gehen, weil wir da ja auch einen Ziegel brauchen. Müsste man das umgekehrt machen. Hier unten einen Ziegel, da die Tür und dann kommt man da wieder hoch. Dann hat man nicht hier, ist man nicht durch diesen Ziegel blockiert. Da müssten wir nicht hier einen Aufgang haben, sondern könnten den erst hier hinbauen. Ich glaube, ja genau, du bist die Richtige. Erstmal machen wir uns ein bisschen Platz, indem wir das hier zerlegen. Dann brauchen wir einen Plumpsklo. Dort. Dann brauchen wir einen Handdesinfizierer. Nehmen wir mal überall ein paar Sachen, wo wir ein bisschen Dekor zusätzlich haben. Du kommst dahin. Dann könnten wir theoretisch aus erstmal alles so eng wie möglich hier Gitterziegel hinbauen.
So, dann dort noch ein Gitterziegel und hier eine Tür. Dann haben wir schon mal einen Aufgang bis auf diese Ebene. Und wir haben hier den ersten Raum. So, schauen wir uns nochmal hier an. Hier unten haben wir einen Schlafraum. Brauchen wir in der Rakete, die Materialien abbaut, mehr als einen Schlafplatz? Ne, brauchen wir nicht. Ne, ist ja keine Kolonisierungsrakete oder sowas. Gut, dann wird das mal der zweite Raum. Da hätte ich auch direkt hier rechts wechseln können, ne? Der zweite Raum, den wir bauen, wird hier unten ein Schlafzimmer. Ich glaube 12 Felder groß. Baracke, genau, kein Schlafzimmer. Na, obwohl. Warum eigentlich? Den Platz hierfür hätten wir ja. Anforderung muss noch ein bisschen komfortables Bett, keine Feldbetten, keine industriellen Maschinen, einen Deko-Gegenstand. Okay, das kriegen wir doch alles hin. Was haben wir hier für Statuen? Einen schönen Metallblock aus Gold. Der dürfte doch für das nötige Dekor sorgen. So, das sind 15, 11. Das müsste so ja funktionieren. Dann haben wir hier ein 12 Felder großes Schlafzimmer. Das können wir ausschalten, aber die Prio hoch das Material rangeschafft wird, da genauso. So, und dann haben wir noch in der anderen Rakete eine große Halle. Ja, das ist doch... Ach Mensch, jetzt habe ich schon wieder falsch ausgewählt. So, hier wollte ich hin. Eigentlich alles, was wir hier noch brauchen. Gibt es noch weitere Raumboni, die wir unterbringen können? Das sind 4, 16, 26, 31, 32. Ne, es reicht nicht. Okay, dann brauchen wir uns da auch gar nichts überlegen. Nur mal schauen, da darf ein Kantinentisch rein oder muss. Keine industriellen Maschinen. Ein Dekorationsgegenstand und Erholungsgebäude dürfen auch rein. Okay, das heißt, wir könnten ja mal überlegen, ob wir hier ein anderes Erholungsgebäude reinbauen als den Wasserkühler. Aber ich glaube, wir haben eine Strandliege könnte man hier reinbauen. Wäre ja tatsächlich mal etwas, wo man drüber nachdenken könnte. Machen wir das mal. So, dann brauchen wir auf jeden Fall einen Kantinentisch. Den könnten wir mal dort platzieren. Wir brauchen noch die Kontrollstation, die bauen wir mal hier. Jetzt muss ich noch mal kurz auf unsere Rakete achten. Wir haben hier schon ein Solarmodul, ne? Ja, genau. 60 Watt. Ja, der Kühlschrank braucht mehr als 60 Watt, ne? Nahrung, Kühlschrank, 120, okay. Ja, ist ja eigentlich bei Bärenmatsch braucht man ja sowieso keinen Kühlschrank. Also wir bauen jetzt trotzdem einen Kühlschrank, aber schließlich, eigentlich ist das Solarmodul total überflüssig. Hier bauen wir schon mal ein wenig Stuck ein. Ja. So, hier oben haben wir dann noch mal
ein wenig Platz für was auch immer. Beispielsweise könnte man da noch Lagerverdichter hinbauen. Ja, wir brauchen ja einen Lagerverdichter in dieser Rakete für Oxylit. Wir brauchen einen für Erde. Wahrscheinlich war es das schon. Grad. Ich weiß nicht, ob die Umgebung hier die ganze Zeit so freundlich bleibt, dass man hier beispielsweise hingehen könnte und einen Hängetopf aufhängen. Wir probieren das mal. Vielleicht funktioniert das ja. So, die, reicht das jetzt schon als Dekorationsgegenstand? Ne, ist nur ein Speisesaal. Das ist aber das Erholungsgebäude. So, dann, wer kennt das nicht, eine Rakete mit Marmor integriert. Nach dort. Und noch einen großen Metallblock, der nach dort kommt. Dann können wir hier noch ein bisschen Stuck an die Decke packen. Ach stopp, links ja auch. So. Das hier könnten wir schon mal füllen mit Oxylit. Da müssen wir aber nicht ganz verrückt werden. So. Und hier packen wir rein 5000 Kilogramm Erde. Ich ergänze hier nochmal zwei Lagerbehälter, falls mir doch mal irgendwas Tolles einfällt. So, jetzt brauchen wir irgendwas. Wir sind hier jetzt bei 32 Grad. Hier sind, okay, also, um die 31 Grad. Da. Na, du bist doch eigentlich perfekt. Das hier wäre, die würde auch auf jeden Fall funktionieren vom Temperaturbereich, aber das lassen wir mal lieber. Du kommst da rein. Ach, schade, die Metallskulptur kommt hier leider nicht so ganz zum... Ja, man sieht sie nicht so schön. Aber ansonsten ist das auch eine schöne, sehr... praktikable Rakete geworden für das, was wir haben. Warum ist das hier kein Schlafzimmer? Minimale große Größe 12 Felder. Ist es. Keine Feldbetten. Okay. Keine industrielle Maschine. Dekorations... Ach, minimale Höhe. 4 Felder. Ah, das habe ich nicht gesehen. Ist egal, dann ist es trotzdem nur eine Baracke mit einem Schlafzimmer. Mit einem... komfortabel im Bett. Naja, das passt schon. Okay, dann noch die Pflanze hier rein. Ach, keine Samen verfügbar. Ich hoffe, dass die das geregelt kriegen, vom Asteroiden aus da eine hinzubringen. Sonst muss ich das manuell machen. Okay. So, da werfen wir jetzt nochmal einen Blick drauf. Unsere Lösung hier funktioniert. Ja. Okay, wir sind also wieder an der maximalen Sauerstoffproduktion und okay. Genauso wie wir es haben wollten. Dann noch ein Thema, das wir jetzt, weil wir müssen gleich leider schon zum Ende kommen, hier noch kurz anschneiden. Wir haben hier jetzt die ersten strahlenden Nymphen drin. Wir haben hier drin eine Strahlung von 42. Hier kommt das Gleiche an, das ist schon mal gut. Muss man halt mal ab... Oh, da sind aber schon einige strahlende Nymphen. Achso, aber das sind noch die... Ich muss niesen. So, ich glaube, das Mikro noch schnell genug ausgenug bekommen. Vielleicht hat man die ersten Ausdehner
noch gehört, aber die ersten Auswirkungen. So, hier muss ich gucken. Das sind strahlende Käfer. Ja, genau. Und dann strahlen die, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr. Einer 13. Na, obwohl wir haben jetzt 4. Ne, das wird nicht mehr. Na gut, das ganz Gelbe vom Ei ist das nicht. Das wird erst richtig gut, wenn wir da ganz viele Nymphen drin haben. Blöd ist natürlich, dass die als zahm geboren werden und dementsprechend verhungern. Obwohl, minus 40 Kalorien pro Zyklus. Dann haben die ja schon noch eine Zeit. Und ich könnte ja auch hergehen. Und da auch ein bisschen Barbecue hinliefern. Ja, das machen wir. Das behalte ich mal im Hinterkopf. Dass die eben nicht da drin verhungern, sondern... Ja, klar. Das sollte ich sogar unbedingt machen. Ja, aber das schaffen wir zeitlich heute nicht. Ich wollte eigentlich auch jetzt noch hergehen und hier für den Strom ein bisschen was machen mit einem eigenen Anschluss und so weiter hierher. Aber das kriege ich zeitlich jetzt nicht mehr unter. Müssen wir auf morgen verschieben. Und dann können wir hier anfangen, Teilchen zu sammeln. Wie schön. Diesen hier müssen wir noch auf links stellen. Und ja, dann schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Das Letzte, was wir nochmal machen, wir schauen nochmal auf unsere Rakete. Wir haben noch 7 Felder Reichweite. Da ist auch eine Chlorwolke. Da sich hier nichts andeutet, was da sein könnte, schicken wir dich. Quatsch, das ist ja unser Startasteroid. Ich wollte schon die schon dahin schicken. Gut, dass ich das nicht gemacht habe. So, du musst auf den Petroleumlandeplatz. Okay. Gut, ja, dann sind wir am Ende für heute. Ich habe noch gar nicht hingewiesen. Der nächste Stream ist für Samstagabend geplant. So circa 20 Uhr soll es losgehen. Da ist meine Idee, die Hunger Games zu Ende zu bringen. Und das könnte da ein bisschen kritisch werden, weil zum Ende des letzten Streams ist uns quasi so mehr oder weniger an vielen Stellen der Sauerstoff ausgegangen. Und das wird, glaube ich, eine echte Herausforderung. Und schauen wir mal, wie gut wir die meistern können. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da dabei seid. Ansonsten lasst gerne einen Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Oder wenn was nicht gefallen hat, schreibt mir einen Kommentar unter das Video, damit ich weiß, was das war. Ansonsten gerne natürlich auch einen Kommentar schreiben, wenn euch das Video gefallen hat. Macht's gut, bis bald. Tschüss.